In Berlin begrüße ich ganz herzlich Dominik Barsch, den Repräsentanten des UN-Hochkommissars für Flüchtlingsfragen des UNHCR. Einen schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Herr Barsch, wie dramatisch, die Zahl ist unvorstellbar, 68 Millionen. Wie dramatisch ist die Situation? Sie ist schon sehr dramatisch, denn diese Zahl ist jetzt kontinuierlich über mehrere Jahre hin angewachsen, obwohl wir zwischendrin auch ein paar Situationen haben, in denen Binnenvertriebene nach Hause zurückkehren konnten und dementsprechend aus der Statistik rausfallen, ist dennoch der Trend weiterhin nach oben. Aber auch eine große Ausnahme in Europa ist die umgekehrte Bewegung eingetreten. Das heißt, dass zusehends die Zahlen der Neuankömmlinge, neuer Zugang signifikant runtergegangen ist. Von 2017 auf 2016 über 44%. Das ist schon bemerkenswert und das zeigt auch, dass hier ein anderes Umfeld herrscht und dass im Vergleich zu den großen Aufnahmeländern um die Kriegsgebiete herum die Situation sich hier wieder etwas normalisiert hat. Es heißt immer aus der Politik Fluchtursachen bekämpfen. Sie sprechen davon, dass die Zahlen immer weiter ansteigen. Heißt es, das schlägt komplett fehl? Alle Pläne, alles Gerede ist nur eine Illusion, ein Tropfen auf den heißen Stein? Oder wird es nicht konsequent durchgezogen? Nein, wir kennen ja die fünf großen Krisengebiete. Sie haben sie gerade selber genannt. Das sind alles sehr komplexe Situationen. Die lassen sich auch nicht ganz so einfach lösen. Das heißt, solange diese Kriegsherde weiter bestehen, ist davon auszugehen, dass sich auch weiter Flüchtlinge in Bewegung setzen. Auf der anderen Seite, jede einzelne dieser fünf Situationen, wenn sie denn tatsächlich befriedet werden könnte, würde zu einem rapiden Abnahme der Flüchtlingszahlen führen. Also obwohl natürlich ein weltweites Problem, sind es wirklich diese fünf Länder, diese fünf Krisensituationen, die einen Großteil der Flüchtlinge und Binnenvertriebene produzieren. Welche Rolle spielt dabei, sprechen wir mal von der Europäischen Union, wenn über Jahre klar wird, dass gerade in der Flüchtlingsfrage, die Europa betrifft, insbesondere durch die Kriege in Syrien und im Irak, nie mit einer Stimme gesprochen wird? Da ist doch der europäische Gedanke, der natürlich auch einen liberalen Charakter haben sollte, ad absurdum geführt, oder? Also wenn Sie jetzt davon reden, wie Europa sich in Ursprungsländern engagiert, da ist natürlich schon ein relativ starkes Engagement, nicht nur auf humanitäre Unterstützung, sondern auch zusehends in Entwicklungsmaßnahmen. Und wir begrüßen das sehr, weil beide in Tandem durchgeführt werden müssen, um auch wirklich langfristig Perspektiven zu schaffen. Es geht also jetzt nicht darum, hier ein Trostpflaster aufzusetzen, sondern den Menschen so zu helfen, dass sie wirklich neue Perspektiven haben. Das heißt, Sie haben den Eindruck, dass das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass die Ideen und Möglichkeiten, die dort geschaffen werden, auch Sinn und Zweck haben? Ja, unbedingt. Wie gesagt, es geht darum, über die Nothilfe hinaus sich zu überlegen, wie gerade zum Thema Arbeitsmarkt oder zum Thema Ausbildung, wie den Menschen so geholfen werden kann, dass sie in den großen Aufnahmeländern, ich denke hier an Jordanien, an den Libanon, auch tatsächlich eine solche Perspektive bekommen. Jetzt hätten Sie die Chance zu sagen, wie sollten die Politiker generell mit dem Thema Flucht und Flüchtlinge umgehen? Wie nehmen Sie selbst diesen Unionsstreit, der sich gerade in Deutschland abspielt, wie nehmen Sie den wahr, wenn es um die Abweisung von Flüchtlingen an der Grenze geht? Ist das etwas für Sie kaum Vorstellbares, dass die Politik sich mit einem derartigen Thema so auseinandersetzt, statt eben, wie beispielsweise Entwicklungsminister Müller immer wieder fordert, mehr in die Entwicklungshilfe zu geben? Also die Diskussion, die gerade stattfindet, wurde schon vorher kurz erwähnt, ist eigentlich ein relativ kleiner Aspekt der Problematik. Da geht es wirklich nur um ein paar hundert der Asylbewerber, die über die österreichische Grenze kommen und dort einen Antrag stellen, bei dem dann tatsächlich festgestellt wird, dass sie vorher in einem anderen EU-Land registriert waren. Das ist wirklich eine verschwindend kleine Zahl. Es hat aber natürlich eine wichtige Signalwirkung, weil es geht letzten Endes darum,
Ist hier weiter ein gemeinsamer Ansatz, auch innerhalb der EU, der gefahren wird, oder geht es möglicherweise in Richtung nationaler Alleingang? Und das ist eine ganz wichtige Frage und die muss letztendlich gelöst werden. Ich sage herzlichen Dank, Dominik Bartsch vom UNHCR nach Berlin. Danke Ihnen.